Also wir haben heute früh um 6.30 Uhr gefrühstückt, sind dann ca. 7 Uhr hier rausgefahren an die Strecke. Und ab seit 9 sind wir eigentlich ständig am Skitesten, wachsen bis zum Wettkampf hin. Ja, heute Nassschnee, das ist für den Laien Klisterwetter, oder? Wir haben hier so einen Klisterski, sieht so aus. Sehr klebriger Harz ist da drinne. Man kann hier ganz klar sehen, wenn ich mit dem Finger rangehe, dass sich das so richtig aufzieht. Und das Ziel ist eben, dass sich die Schneekristalle richtig da reindrücken in diesen Klister, damit unsere Athleten berghoch guten Stieg haben. Also 13.30 Uhr, Jungs, kommen wir wieder drauf. Wir müssen halt wissen, wie ist der Schnee beschaffen. Also man nimmt am Anfang eine größere Anzahl an Skiern und auch Wachsen mit raus und versucht es dann zum Renntag hin einzuengen, um dann eben sagen wir nur noch 4, maximal 6 Paar Ski am Wettkampftag auf der Strecke zu haben. Und wenn das okay ist, dann gehen die Ski nochmal zurück in den Track, werden gefinisht und dann geht's raus zum Start.